Welchen Rekordneuzugang holt Manchester City? Und wohin zieht es Bayer-Rakete Moussa Diaby? Das und mehr in den Transfer-News von Fußballtransfers und Kickeleven. Nach langer Pause setzt Benjamin Mendy seine Karriere in Frankreich fort. Der FC Lorient stattet den 29-Jährigen mit einem 2-Jahres-Vertrag aus. Bis Anfang Juli dieses Jahres stand der Linksverteidiger bei Manchester City unter Vertrag. Von den Sky Blues war der Franzose 2021 aufgrund einer Anklage wegen vierfacher Vergewaltigung und einmaliger sexueller Nötigung suspendiert worden. Er blieb seitdem ohne Einsatz. Im Anschluss folgte ein langer Prozess. Am letzten Freitag wurde er dann von einem Gericht freigesprochen. Nun darf Mendy seinem Beruf wieder nachgehen. Für großes Aufsehen hat die Verpflichtung des einstigen Nationalspielers dennoch gesorgt. Die Homepage von Lorient war kurz nach der Vermeldung des Transfers zusammengebrochen. Auch wenn der Verteidiger freigesprochen wurde, sind viele Fans wenig begeistert vom Neuzugang. Wenig begeistert sind auch die Fans von Hertha BSC. Gestern hatten wir euch vom bevorstehenden Transfer berichtet. Jetzt ist alles unter Dach und Fach. Union Berlin hat Lucas Toussaint vom Stadtrivalen verpflichtet. Wie der Champions League-Teilnehmer verkündet hat, unterschreibt der Mittelfeldspieler einen 3-Jahres-Vertrag. An die alte Dame war er noch bis 2024 gebunden. Deshalb wird eine Ablöse fällig. Die Transfersumme für Toussaint bewegt sich zwischen 3 und 6 Millionen Euro. Die Hertha fährt mit dem Sechser ein großes Transferminus ein. Im Januar 2020 war Toussaint noch für 25 Millionen von Lyon nach Berlin gewechselt. Seit seinem Transfer zu Hertha stand Toussaint in 89 Bundesligaspielen auf dem Platz. Seine hohe Ablöse konnte er aber nie rechtfertigen. Jetzt hinterlässt er mit seinem Wechsel zum Rivalen einen faden Beigeschmack bei den Hertha-Anhängern. Ebenfalls in der Bundesliga zu sehen sein wird Xavi Simmons. RB Leipzig teilt offiziell mit, dass man das Offensivtalent für ein Jahr von Paris Saint-Germain ausgeliehen hat. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. Erst am letzten Wochenende hat Eindhoven verkündet, dass PSG die Rückkaufoption für den hochtalentierten Rechtsfuß gezogen hat. Im Süden der Niederlande hat sich Simmons prächtig entwickelt. Er wurde sogar Torschützenkönig der Eredivisie. Bei RB soll Simmons nun den nächsten Entwicklungsschritt in einer stärkeren Liga nehmen. Der 20-Jährige ist nach Fabio Cavallo von Liverpool das zweite junge Talent, das Leipzig in dieser Saison ohne Kaufoption ausleiht. Auch Borussia Dortmund war an Simmons interessiert. Der Zuschlag geht jetzt aber an RB. Auch Schalke 04 bastelt wie Leipzig weiterhin am Kader für die kommende Saison. Timo Baumgartl soll von Eindhoven nach Gelsenkirchen kommen. Der bis 2024 datierte Vertrag soll zuvor aufgelöst werden. Eine Ablöse wäre dann logischerweise nicht mehr fällig. Die letzte Saison hätte für den Defensivmann durchaus erfolgreicher verlaufen können. Der 27-Jährige ist für Like-Club Union Berlin nach einer überstandenen Hodenkrebserkrankung lediglich in 8 Bundesligaspielen zum Einsatz gekommen. Um künftig wieder häufiger auf dem Feld zu stehen, wählt Baumgartl nun offenbar den Weg in die zweite Liga. Mit Schalke gibt es schon eine mündliche Vereinbarung. Zunächst muss Baumgartl die Vertragsauflösung mit der PSV klären. Dann steht einem Wechsel fast nichts mehr im Weg. Letzte Details wie die Vertragslaufzeit gilt es aber auch noch mit Schalke zu klären. Von uns erhält der Baumgartl-Deal die Bewertung glaubhaft. Harvey Barnes bleibt nach dem Abstieg mit Leicester City trotzdem in der Premier League. Wie The Athletic vermeldet, steht der Transfer zu Newcastle United unmittelbar bevor. Die Einigung über die Ablösemodalitäten ist erfolgt. Die noch zu klärenden Vertragsdetails stellen keine große Hürde mehr dar. Für umgerechnet 44 Millionen Euro wird der Wechsel über die Bühne gehen. Interesse an Barnes hatten zuvor auch Newcastles Liga-Rivalen Aston Villa, West Ham und Tottenham signalisiert. Die drei Clubs gehen jetzt aber leer aus. Im Leicester-Trikot hat der 25-Jährige in der abgelaufenen Saison 13 Tore geschossen. Den Abstieg seines Teams konnte aber auch Barnes nicht verhindern. Für Leicester hat der Engländer seit seinem 9. Lebensjahr gespielt. 24 Monate vor Vertragsende trennen sich die Wege jetzt. Dieser Deal ist für uns fast fix. Simmons kommt, dafür verlässt Leipzig ein weiterer Starspieler. Manchester City hat mit RB Leipzig eine Einigung über den Wechsel von Josko Guardiol erzielt. Guardiol hat laut Fabrizio Romano schon einen Teil des Medizinchecks erfolgreich hinter sich gebracht. Der zweite Teil soll noch in dieser Woche über die Bühne gehen. Im direkten Anschluss steht die Unterzeichnung aller notwendigen Dokumente auf der Agenda. Fußballtransfers hatte am Dienstag schon von einem Treffen zwischen den Beratern des 21-Jährigen und den Verantwortlichen der Sky Blues berichtet. Das lief aus Sicht von City erfolgreich.
Inklusive Boni fließen über 100 Millionen Euro für den kroatischen WM-Dritten. Er bricht damit den Rekord von Harry Maguire und wird zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten. Nach Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai ist Guardiol der nächste Stammspieler von RB, den es in diesem Sommer in die Premier League zieht. Die offizielle Verkündung des Deals ist zeitnah zu erwarten. Der große Knackpunkt in den Verhandlungen mit Leipzig war bisher die Ablöse. Da hier der Durchbruch gelungen ist, wird der Transfer nicht mehr lange auf sich warten lassen. Deshalb erhält Guardiols Wechsel zu den Citizens von uns das Prädikat fast fix. Inter Mailand verstärkt den rechten Flügel mit Juan Cuadrado. Der Außenbahnspieler hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Eine Ablöse wird nicht fällig, weil der 35-Jährige seit seinem Vertragsende bei Juventus Turin vor wenigen Tagen ohne Verein war. Ganze 6 Jahre lang hat Cuadrado bei der alten Dame verbracht. Insgesamt stand der Routinier in 314 Pflichtspielen für die Bianconeri auf dem Rasen. Bei Inter setzt der Rechtsfuß seine lange Karriere in Italien fort. Cuadrado hat zuvor auch für Florenz, Lecce und Udinese gekickt. Kyle Walker erhöht im Wechselpoker zwischen Bayern und Manchester City den Druck. Nach Informationen von Sky hat der Rechtsverteidiger Pep Guardiola in einem persönlichen Gespräch darüber informiert, dass er nach München wechseln will. Mit dem Rekordmeister ist sich Walker schon über einen 2-Jahres-Vertrag plus Option auf eine weitere Saison einig. Nun geht es um die Ablöse. 15 Millionen Euro plus Boni stehen im Raum. Ein erstes Angebot aus München wird zeitnah erwartet. Eine schnelle Einigung aber eher nicht. Walker ist Citys Japan-Reise, die gestern gestartet ist, ordnungsgemäß angetreten. Gut möglich, dass Manchester erstmal Zeit gewinnen will, um einen Nachfolger zu finden. Einer der Kandidaten ist praktischerweise Benjamin Pavard vom FC Bayern. Während der Wechsel von Walker zu den Bayern immer konkretere Züge annimmt, taucht auf der Torwartposition mal wieder ein neuer Name auf. Oliver Baumann spielt in den Überlegungen an der Säbener Straße eine Rolle. Und das nicht erst seit kurzem. Schon im Winter, also vor der Verpflichtung von Sommer, war der Hoffenheim-Keeper Thema bei den Bayern. Aber auch der FC Sevilla und der OG Senica sind an Baumann dran. Konkrete Gespräche haben aber noch nicht stattgefunden. Baumann steht im Kraichgau nur noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Stand jetzt ist Baumann erstmal nur ein weiterer Name auf der Liste der Bayern. Die müssen sich aufgrund der noch nicht absehbaren Rückkehr von Manuel Neuer mit vielen Alternativen beschäftigen. Vorerst bekommt dieses Gerücht von uns den Stempel Zukunftsmusik. Moussa Diaby wird Bayer Leverkusen wohl verlassen. Aston Villa ist in den Verhandlungen mit Leverkusen der Durchbruch gelungen. Wie RMC aus Frankreich berichtet, sind sich beide Clubs einig geworden. 50 Millionen Euro inklusive Boni sollen fließen. Abgewickelt ist der Transfer damit aber noch nicht. Denn Al-Nassr will jetzt nachziehen und ein weiteres Angebot einreichen. Die erste Offerte aus der Wüste lag bei 43 Millionen Euro. Zu wenig. Zieht der Saudi-Club um Cristiano Ronaldo und Marcelo Brozovic gleich, liegt der Ball also bei Diaby. Der soll aber einen Wechsel nach England klar bevorzugen. Bei Aston Villa ist man deshalb zuversichtlich. Man hofft jetzt auf eine schnelle Entscheidung. Die Saudis werden aber auch nochmal alles versuchen, um den Deal abzuwickeln. Nutznießer ist am Ende Bayer Leverkusen. Der Bundesliga-Club darf sich auf eine stattliche Ablöse für den Flügelstürmer freuen. Ist Manchester Citys Neuzugang Joshko Gvardiol über 100 Millionen Euro wert? Oder zahlt City viel zu viel? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare. Das waren die Transfer-News für heute. Wenn ihr neben unseren Transfer-News immer gut informiert sein wollt, dann schaut auch mal bei den Kollegen von Fußballtransfers vorbei. Klickt dafür einfach auf das Logo. Wir hören uns morgen wieder.